Wo ist sowas ein G60 kostet? Du kannst mir sagen, was du willst. Wir kriegen hier diese hydraulische Kupplung rein. So dass das Getriebe vom A3 hier reinpasst. Das müsste gehen. Na, Alter, wenn wir abbauen, werden die hier einbauen. Das muss einfach weggeschnitten werden. Mal die Bogen, ne? So, wir müssen einmal die Stelle hier bearbeiten. Und den müssen wir jetzt auch passend machen, sonst... Hier einmal wegschneiden, wie viel Platz wir hier haben. Was kommt denn da hin? Da kommt nur der Krümmer. Und Motorhalterung ist drauf, Getriebehalterung ist drauf, Drehmomentschütze nochmal drauf. Der Motor sitzt perfekt drauf. Wir werden auf jeden Fall dieses Getriebe nehmen, kein G60, weil G60 ist zu teuer. Dann werden wir kein Low Budget mehr. Das wollte ich ja nicht. Deswegen, ich habe recherchiert, es gibt Adapter für die Motorhalterung. Das sage ich euch noch, zeige ich euch noch. Dann gibt es für den Getriebehalter einen Adapter, das eigentlich für ein anderes Getriebe war. Aber ich bin mir sicher, wenn wir diese Halter ein bisschen ändern, hier eine hydraulische Kupplung einbauen. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, diesen Pedal von dem A3 hier reinbauen mit dem Geberzylinder, bin ich mir sicher, dass wir dieses originale Getriebe von A3 reinklatschen werden. Wir warten kurz auf unseren Adapter. Wenn das gleich kommen sollte, was richtig geil wäre, dann zeige ich euch, wie wir das machen, wie wir das kurz bearbeiten und dann versuchen wir, den Motor erstmal richtig dran zu hängen. Dass der richtig stabil drauf ist. Die Originalhalter werden wir abbauen, werden die hier einbauen. Ne? Damit erstmal die originalen Motorhalterungen von Lupo passen. So, das Getriebehalter kommt hier hin, aber wir haben keinen Seilzug. Normalerweise benutzt man Seilzug. Das muss einfach weggeschnitten werden. Und dann kommt dieser Halter einmal hier drauf und dann können wir normalerweise dieses Getriebe auffahren. Da kommen wir später noch dazu, weil wir werden den auf hydraulisch umbauen. Ne? Haben die ja alles schon da, zeigen wir aber später. Wichtig ist erstmal, dass der Motor drauf sitzt mit Getriebe. Wenn wir das Problem mit dem Getriebe auch gelöst haben, dann ist echt low budget das Ganze. Weil ich habe geguckt, was das Getriebe kostet. Das Getriebe ist sauteuer und das möchte ich auf jeden Fall nicht ausgeben. So, wir werden das Ganze jetzt machen. Ich werde das einmal hier abschneiden ganz schnell und bauen das originale Motorgerät. Wir werden das originale Motorhalterung einmal ganz schnell abbauen und dann einmal das hier wegflexen und alles einbauen und dann schauen, was Sache ist. Achtet nur mit der Originalschraube, weil eine Schraube länger ist. Eine, die muss da unten, ne? Ja, die muss da unten, die Originalschraube muss da unten. Das heißt, den hier raus, den hier rein. So muss das Ganze laufen. So, und wir machen den auch hier rein. Gleich schnell. Ja. Eine Mühle. So. Bombenhaltung. Hammer. Also ich muss auch sagen. Also das Ding habe ich gut gefunden, ne? Ja, ja. Der liegt auch da. So, Hammer. Das heißt, geil. Euch das an. Jetzt ist die Originalhalterung natürlich hier ab. Ne? Die Originalhalterung ist ab. Und jetzt haben wir den hier. Und ihr achtet mal. Ja, müssen wir noch. Und jetzt müssen wir den hier einmal wegschneiden. Das Ganze wird hier einmal weggeschnitten und dann haben wir die Originalhalterung. Das heißt, einmal das hier wegschneiden, einmal vom Getriebe nochmal. Hier. Vom Getriebe einmal das Ganze nochmal wegschneiden. Und einmal das hier müssen wir wegschneiden. Weil wir ja keinen Gaszug mehr haben. Weil wir haben jetzt keinen Gaszug mehr hier. Hier haben wir auf jeden Fall hydraulische Kupplung. Wir werden das wieder umbauen auf hydraulisch. Deswegen brauchen wir, das ist ja mit, wenn einer jetzt G60 oder so haben will. Weil wir wollen ja kein G60. Ist Low Budget. Low Budget heißt, wir nehmen das Getriebe, was drauf ist. Und jetzt werden wir das schneiden und wenn wir das schneiden und danach machen wir weiter. Das ist so, so wird das aussehen. Das haben wir jetzt weggeschnitten. Hier ist das Lager. Zack. Und dann, hier nehmen wir was für Schrauben, Jelle?
10 Neuner. Auf jeden Fall. So, und einmal hier. Mahmut, kommst du? Und dann haben wir einmal hier die Schrauben. Ne, das ist unser Getriebehalter. Das Ganze? Ja, hier habe ich auch. Das kann sein, dass wir nur das hier wegflexen müssen oder abbauen oder ändern müssen. Das werden wir sehen. Der muss kurz rein, weil der knallt ja beim Gang gehen auch vom ja. Halter. Aber erst zum Einbauen, aber testen lassen wir, ne? Ja, lassen wir den erstmal so. Ja. Aber ja. So, jetzt brauchen wir die Originalschrauben mal. Kannst du einmal die Knarre geben? Ja. Aber guck mal, sind die. Aber ist ja nicht. Nein. Nee, ist gut. Boah, ey, da sieht man, wie der stark ist. Boah! Nee, der ist gut, auf jeden Fall. Das ist menschliche Power gerade. Boah! Aber hier, der. Ey, Mahmut, das kannst du gar nicht festmachen, ey. Echt? Kannst du mal sehen, wie stark Makita ist? Ich hab gerade deine Arme aufgenommen. Jetzt muss der Dings so zack live so rein. Bombe. So, also, das haben wir jetzt fertig. Was? Die beiden Halterungen haben wir jetzt fertig. Jetzt suchen wir. Jetzt werden wir einmal das hier befestigen. Jill macht das eben. Hier, zwei Schrauben müssen wir finden. Wir werden das hier einmal auch. Warte mal, ich schwapp wieder rüber. Wenn wir das hier auch noch drauf haben, müsste jetzt eigentlich, Mahmut, müsste das Getriebe mit dem Motor passen. Wir müssen einmal die Stelle hier bearbeiten vom Halter, weil der passt nicht richtig rein. Sonst alles super. Getriebehalter passt, Motorhalter passt, alles super. Aber die Stelle hier, guckst du? Guck mal. Hier. Das passt nicht. Ja. Das muss weg. Jetzt bearbeiten ganz schnell. So, das passt hier. Müssen wir ein bisschen bearbeiten, das Ganze noch. Aber was das Wichtigste ist, das Getriebe passt. Das Getriebe passt. Das ist krass. Auch gut. Und hier, leider Gottes, müssen wir das hier ein bisschen bearbeiten. Aber, Leute, das geht. Warte, lass mal sehen. Das geht. Dann haben wir hier eine Festigkeit und da eine Festigkeit. Ja. Ja, der ist ein der. Bombe. Ja, und das ist ja nur eine Hülse. Ja. Und so das muss der Lümmel sein. Alter, hier. Ja, und dann haben wir Drehmomentwandler. Ja. Ja. Der knallt. Das ist super. Kriegen wir hin. Und den müssen wir jetzt auch passend machen, sonst. Ja. Hier einmal wegschneiden. Originalschraube, hier eine Verlängerung. Ja. Lass uns fertig. Getriebehalter haben wir auch gemacht. So haben wir das gelöst. Das Ding einmal umgedreht und versetzt nach hinten und dann hier eine Schraube durchgejagt und das Ding hier rauf. Fertig. Und somit haben wir das Getriebe auch noch geklärt. Alter, also Drehmomentstütze. Krass. Geil. Motorhalterung ist drauf, Getriebehalterung ist drauf, Drehmomentstütze nochmal drauf. Der Motor sitzt perfekt drauf. Also das haben wir schon mal geklärt. Antriebswellen. Haben wir eigentlich auch schon geklärt. Die originalen Antriebswellen tun wir rein mit den originalen Bremsen von A3. Das heißt, der ganze A3, unser Spenderfahrzeug, wird Grunde genommen komplett hier drin sein. Das heißt, kein anderes Getriebe. Wir werden auf Hydraulik umbauen. Wer hat ja Seilzug? Seilzug werden wir nicht mehr verwenden. Wir werden Hydraulik verwenden. Das werden wir umbauen. Das werden wir aber bestimmt im nächsten Video zeigen, wie wir die Bremsen und so einbauen. Und Schaltgestänge kommt ja auch. Ja? Schaltgestänge siehst du ja hier. Hier ist der vom A3 und das ist der vom Loop. Den werden wir nehmen. Da müssen wir auch schweißen und so. Das zeige ich auch, wie wir das Ganze machen. Ja, das war's. Und das ist ein kleiner Update gewesen, wo wir das jetzt gemacht haben, wo wir die ganze Zeit auf Teile und so gewartet haben. Haben wir gesagt, wir haben ein bisschen Zeit. Und jetzt habe ich was Besseres zu tun. Jetzt mache ich endlich. So, jetzt mache ich endlich mein Auto fertig, dass du Bescheid bist. So, GT30 Umbau.
jetzt ist mein Auto dran. Bis dann. Euer Kfz-Spezial.